Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal eine Sicherheitskamera an. Die gibt es bei Amazon gerade für 36 Euro. Da habe ich mir gedacht, schlage ich mal zu, probieren wir mal aus, was die alles kann. Und das schauen wir uns jetzt im Video an. So, das Unboxing habe ich jetzt mal übersprungen. Und zwar haben wir dann einmal in der Verpackung die Kamera an sich. Dann haben wir hier ein USB auf USB, ach nee, Micro-USB-Kabel sehe ich gerade. Okay, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. An der Kamera hinten ist auch ein Micro-USB-Kabelanschluss. Dann haben wir hier eine Bedienungsleitung in 5 Sprachen. Es ist Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Dann haben wir hier noch eine Wandhalterung, dass ihr quasi die Kamera hier unten so eingerastet irgendwo an der Wand oder oben an der Decke installieren könnt. Das ist kein Problem. Das Bild kann man dann auch um 180 Grad drehen, dass ihr quasi, wenn ihr es so montiert habt, auch ein gutes Bild bekommt. Dann gucken wir mal kurz die Spezifikationen durch. Und zwar haben wir hier 1080p als Kamerasensor, Videoaufnahme. Dann haben wir hier Zwei-Wege-Kommunikation. Das heißt, ihr könnt mit der Kamera über ein Handy oder Tablet, was auch immer, woher ihr jetzt quasi kommuniziert, mit der Kamera interagieren. Das heißt, der vor der Kamera steht, hört euch. Hier ist auch quasi ein Lautsprecher drin, das sehen wir hier hinten. Und ein Mikrofon ist hier vorne integriert und da könnt ihr quasi vis-à-vis mit den Leuten reden. 360 Grad Bewegung kann die Kamera machen. Nach oben, nach unten, das werden wir uns angucken, wie weit das ist. Dann haben wir Infrarot-Nacht, Night Vision. Das heißt, hier sind Infrarot-LEDs drin und ihr könnt auch bei absoluter Dunkelheit was sehen. Und Multispeed-Playback, da werden wir schauen, was das bedeutet. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, das Gerät anzuschließen, in der App das Gerät einzurichten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Und zwar müsst ihr, das ist auch hier in dem Heft hinterlegt mit einem QR-Code, den ihr abscannen könnt, müsst ihr euch die Xiaomi Home App runterladen. Und die findet ihr im Play Store. Einfach Mi Home oder Xiaomi Home eingeben und schon findet ihr das dort. Dann öffnet ihr das Ganze. Wenn ihr schon ein Konto habt, könnt ihr euch direkt einloggen, dann findet ihr auch alles, was ihr schon vorher in diesem Account hinterlegt habt. Bei mir ist das jetzt hier zum Beispiel die LED-Leiste fürs Wohnzimmer. Und wenn nicht, dann müsst ihr halt kurz noch euch registrieren und anmelden und dann könnt ihr in die App hinein. Dort seht ihr oben rechts diesen kleinen Punkt, dieses Plus, da drückt ihr drauf. Und dort kriegt ihr die ganzen Gerätschaften, die dort in diesem Xiaomi Home System verfügbar sind, angezeigt. Wir gehen jetzt hier auf Videokamera und dort findet ihr diese IMI-Lab Home Überwachungskamera Basic. Genau die ist es. Dann wird euch angezeigt, dass ihr das Gerät natürlich anstöpseln sollt. Das machen wir jetzt mal. Erstmal so. Jetzt warten wir mal, bis eine Sprachaufforderung kommt. Halte den Reset-Button 3 Sekunden gedrückt. Okay. Jetzt warten wir erstmal, ob da irgendwas passiert beim Hochfahren. So, jetzt bewegt sie sich. Scan den QR-Code. Okay. Also, das heißt, das hier kann ich jetzt überspringen. Das heißt, wenn die Kamera noch nicht zurückgesetzt ist, drückt ihr einfach jetzt, ich mache das jetzt einfach mal, hier unten unter diesem Schlitz für die Micro-SD-Karte diesen Reset-Button mit so einer kleinen Büroklammer habe ich das jetzt gemacht. Oder mache ich es jetzt? Reset complete. Device booting. Please wait. Okay, Reset complete. Device booting hat es jetzt gesagt. Also das Gerät tut sich jetzt zurücksetzen und neu starten. Jetzt warten wir mal kurz. Aber ihr hört schon, das Gerät interagiert mit euch. Zwar auf Englisch, aber es funktioniert. Jetzt warten wir mal kurz. Scan QR-Code to pair the device. Waiting for connection. Okay, also er möchte jetzt einen QR-Code gescannt haben, wo ihr euer WLAN dann quasi einrichtet. Also wir drücken jetzt hier unten auf den Haken. Die Sprachaufforderung hören wir ja. Dann gehen wir auf Weiter. Dann tun wir hier unser WLAN-Netzwerk auswählen. Hier in der App steht zwar drin, dass es kein 2,4 GHz WLAN sein darf, aber es darf es doch.
Also das ist Quatsch, das habe ich mal ausprobiert, das ist gar kein Problem. Ihr geht dann quasi hier auf das WLAN drauf, gebt euer Passwort ein und wenn ihr das gemacht habt, dann drückt ihr einfach auf Weiter. Dann wird dieser große QR-Code erstellt, der ist natürlich jetzt auf meinem Tablet deutlich größer als auf eurem Handy. Und dann steht dann da, scanne den QR-Code mit der Kamera und halte das Telefon auf eine Entfernung von 15 cm. Das machen wir jetzt mal. Natürlich ist es mit dem großen QR-Code etwas problematischer. Okay, also er hat jetzt den QR-Code erkannt. Okay, dann springt die App automatisch weiter. Ihr seht, hat WLAN erkannt. Jetzt könnt ihr auswählen, für welchen Raum das Ganze vorgesehen ist. Ich sage jetzt mal einfach Küche. Dann könnt aber auch einen eigenen Namen festlegen. Dann könnt ihr das Gerät genau benennen. Ich lasse das jetzt mal hier. Ich werde es nur auf Kamera umbenennen. Ich habe nur eine, quasi diese. Und dann drücken wir hier auf Weiter. Und dann ist das Gerät fertig. Ihr könnt jetzt hier noch mit Leuten, die in eurem Haushalt auch drin sind, die sich mit eurem Account in die Mi Home App einwählen, das Ganze teilen. Aber das müsst ihr nicht. Ihr könnt ja auch einfach sagen, los geht's. Und schon haben wir das Bild von der Kamera. Machen wir mal groß. Und siehe da, man sieht mich, man hört mich. Dann drücke ich mal hier drauf und dann habt ihr hier. Entweder kann man jetzt auf das Gerät anrufen, man kann den Ton freischalten, man kann das Bild kleiner, größer machen oder man kann hier die Kamera steuern. Wie ihr seht, nach oben, nach unten, das ist wie so ein kleines Steuerkreuz hier. Ihr seht, das funktioniert relativ flüssig und problemlos. Also, ihr seht, die Einrichtung ist eigentlich relativ schnell und zügig möglich. Und jetzt gucken wir uns mal gemeinsam ein paar Beispielvideos an, die ich zum Teil draußen gemacht habe oder auch hier drinnen jetzt noch machen werde. So, jetzt probieren wir das Ganze mal. Ihr sitzt jetzt hier im relativ guten Licht. Und zwar schalte ich jetzt mal die Lichter aus und dann schauen wir mal, ob das Gerät automatisch umschaltet auf Infrarot. Ich werde jetzt hier mal die Aufnahme starten. Und jetzt schalten wir mal die Lichter aus. Alexa, schalte Studio aus. Es hat es ausgeschalten. Und jetzt schaltet es um auf Infrarot. Und jetzt, ich weiß nicht, ob das weiter aufnimmt, wenn ich das jetzt hier zumache. So, also ich habe jetzt versucht, das komplett abzudecken. Ja, das stoppt dann sofort das Video. So, das ist jetzt absolute Dunkelheit hier. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist hier ganz leicht mein Display vom Tablet. Ich kann das leider nicht zumachen. Ich kann es maximal noch unter den Tisch legen, dass wirklich fast kein Licht mehr ist. So, aber man sieht mich trotzdem noch gut. Das ist also wirklich, also mit der Infrarotkamera kann man was anfangen. Ich werde jetzt mal die Bewegungsschärfe einstellen unter Bewegungsdetection. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder aus diesem Modus raus hier. Alexa, schalte Studio ein. Boah. So, und dann schaltet die Kamera automatisch wieder auf diesen Normalmodus um. Und jetzt schauen wir noch mal, wie die Kamera auf Bewegung reagiert. Und zwar gehe ich jetzt mal nach rechts. Sie verfolgt mich. Nach links verfolgt sie mich auch. Dann stehe ich mal auf, laufe mal ein bisschen zur Seite. Okay, sie verfolgt mich. Ich glaube, jetzt hat sie mich verloren. Oh nein, sie findet mich noch. Okay, das funktioniert soweit.
Ich weiß nicht, ob es auf größere Abstände funktioniert, aber zumindest hier auf diesen Meter, sage ich jetzt mal, funktioniert es doch ganz gut. In Maßen, sagen wir mal. So, dann schalten wir das Ganze jetzt nochmal auf Infrarot um. Und zwar, indem wir einfach sagen, Alexa, schalte Studio aus. So, jetzt ist das Studio aus. Es ist also stockduster hier drin. Nur noch mein Tablet leuchtet leicht. Jetzt stehe ich auch wieder auf. Aber da ist die Bewegungserkennung nicht ganz so. Also er hat mich schon erkannt. Aber er orientiert sich an irgendwas anderem, was auch immer, keine Ahnung. Also hier passiert da jetzt nicht so wirklich viel. Muss ich mal hier die Hand hinhalten. Auf Entfernung im Dunkeln. Da funktioniert das wohl nicht so gut. Okay, Alexa, schalte Studio ein. Dann schalten wir eben aus. Und dann schiebt man das ganze Ding wieder zurück zu mir. Also ihr seht, von Hand lässt sich die Kamera wirklich gut steuern. Aber die Bewegungserkennung, Bewegungsverfolgung, ich schalte es jetzt mal aus, nicht, dass die ja die ganze Zeit hin und her fährt, das funktioniert mäßig. Also ich würde sie jetzt nicht unbedingt dazu einsetzen, unbedingt irgendwelche Leute zu tracken. Das ist nicht ganz so ausgereift, sage ich mal. Aber man muss den Preis im Hinterkopf behalten, 36 Euro, ne? Okay. So, okay, kurzes Fazit zu dieser kleinen Kamera. Um einen Raum zu überwachen, in dem ein Baby schläft zum Beispiel, um da immer mal hinzugucken, ist das sensationell. Man kann das über das Tablet schön verstellen. Man kann es super auch in Dunkelheit sehen mit der Infrarotkamera. Alle Dateien, die aufgenommen werden, können auf eine Micro-USB-Karte gespeichert werden oder direkt auf dem Tablet oder Handy, mit dem ihr das betreibt. Also ist auch eine wunderbare Möglichkeit. Die Auflösung, die Bildqualität habt ihr jetzt selber gesehen, da könnt ihr euch selber ein Bild machen. Ich finde sie okay für den Preis sowieso. Auch den Funktionsumfang der Kamera finde ich super. Für 36 Euro. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist diese Bewegungserkennung. Das funktioniert nicht so wahnsinnig toll. Bei hellem Licht ging es noch halbwegs, aber bei Dunkelheit habe ich das Gefühl, das funktioniert dann gar nicht so richtig, obwohl es ja da eigentlich gerade das Thema wäre, wenn jetzt Einbrecher da sind, die dann durch eure Wohnung durchlaufen, dass man die halt trackt und verfolgt, wo sie hinlaufen. Aber sonst also wirklich gut verwendbar, um einfach auch, was weiß ich, in den Ferien mal kurz in sein Haus zu gucken, wenn man im Urlaub ist, um zu schauen, ob alles beim Rechten ist, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder wo auch immer, in der Garage auf dem Grundstück. Es ist aber eine Indoor-Kamera, also ihr solltet die dann von möglichst von innen ans Fenster stellen, wenn ihr irgendwas draußen filmen wollt. Aber im Großen und Ganzen kann man mit der Kamera schon was anfangen. Wie gesagt, für 36 Euro macht man nicht viel falsch. Das Einzige, oder was das Einzige, was es noch gibt, was mich ein bisschen gestört hat, in der Mi Home App wird diese Kamera zwar erkannt, ihr könnt damit auch alles machen und steuern und tun, aber ihr könnt sie nicht mit Alexa verbinden. Das ist schade, weil mein Lichtstreifen, den ihr da zum Beispiel in der App gesehen habt, der wird problemlos erkannt. Den kann ich auch mit Alexa schalten und machen und tun, aber die Kamera wird einfach ums. Einfach nicht erkannt. Ich will jetzt hier keine Schimpfausdrücke benutzen. Also ich habe da echt lange gelesen und rumprobiert und gemacht und getan, aber die wird einfach über Alexa nicht erkannt. Ich hatte gehofft, dass ich die vielleicht mit dem Echo Show 8, den ich noch habe, mir angucken kann. Quasi das Bild direkt von dieser Kamera, das funktioniert leider nicht. Da muss man dann halt doch auf ein Tablet oder ein Handy zurückgreifen. Kann man sich auch dran gewöhnen, ist nicht schlimm, aber wie gesagt, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Also die ist nicht Alexa oder Google kompatibel. Steht auch nirgendwo auf der Verpackung drauf. Also
Ich hatte es nur gehofft, da man sie in die Mi Home App einbinden kann. Gut, das war mein Test, mein kleiner, zu dieser Kamera. Wie gesagt, für 36 Euro kann man nicht meckern, kann man einiges mit tun. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vergesst bitte nicht den Abo und den Like-Button und bis dann, euer Techno. Ciao.